Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir sind hier wieder auf Temperance und wollen hier ja die Titanwaren mal sammeln, beziehungsweise die Titanerze, weil wir wieder sehr viel Titan brauchen. Und ich hoffe, es hat hier alles wieder gespawnt, dass wir wirklich alles einsammeln können. Aber ich kann irgendwie hier schlechter jetzt rennen. Und Plastik und so weiter werden wir hier auch noch einsammeln, was wir finden können. Also ist mir schon sehr wichtig, dass wir das alles mitnehmen. Weil uns das alles auch ein bisschen mangelt, sagen wir so. Weil wir jetzt viel mit Titan bauen wollen. Ah ja, da oben, das Ding da. So, und es ruckelt jetzt erstmal wieder viel. So, jetzt können wir endlich schnell laufen. Endlich. Ja, ich hoffe wirklich, es hat aufgehört zu schneien, okay. Hm. Ja, ich hoffe wirklich, dass hier Titan wieder gespawnt ist, dass wir das sammeln können. Die Dinger brauchen wir ja nicht mehr machen. Hier, da haben wir schon mal die Siedlung von Temperance. Können wir auch mal gucken, was wir hier vielleicht sogar... Wir haben ja noch einiges an Münzen. Da. So. Rein können wir ja noch überall, wo wir offen haben. Alles, wo Licht ist. Okay. Gerespawnt hat es. Ja, Planken brauchen wir jetzt eher nicht. Komm, aber nehmen wir trotzdem mal mit. Achso, das sind ja keine Planken. Das ist einfach nur Rot. Kopfbrühe. Boah, die Kopfbrühe können wir uns jetzt mal gönnen. So, das packen wir alles mal hier hin. So, hier ruckelt es aber auch sehr viel. Ah, und was zu trinken. Den brauche ich nicht noch einmal. Schön, dass er jetzt wieder gerespawnt ist. Ah, die Münzen sind auch wieder da. Okay, das heißt dann, die Titanerze müssten auch wieder da sein. Hier haben wir auch nochmal eine Münze. Ja. Schauen wir ein andermal an, ob wir das mitnehmen wollen. So, hier müsste noch einer offen sein, der hier. Ich hoffe, der ist offen. Ja, der ist offen. Heilsalbe nehmen wir auch wieder mit. Insektennetz können wir vielleicht ein andermal gebrauchen. Aber wieder ordentlich was zum Sammeln hier auf jeden Fall. Ach, hier ist auch noch eine Münze. Dome Sweet Dome. So, Kunststoff nehmen wir mit. Wie viele Verkaufsmarken haben wir jetzt? Verkaufsautomatenmarken? 75. Das ist wirklich viel, was wir haben. Wir könnten uns locker eigentlich von jedem Automaten einmal alles kaufen. So, Kunststoff. Hier haben wir sonst nichts.
Hier oben noch einmal rein. Wie viele gegarte Kartoffeln wir jetzt hier haben. Ich übertreibe voll mit den Kartoffeln. Unser Inventar ist schon gleich wieder voll. So, und da haben wir den Kellereingang. Da war ja Titan. So, mal einmal runter. Ah ja, und Schrott, genau. Ja, Titanerz. Titanerz ist wieder da. Und Plastik. So, Rezepte können wir wegschmeißen. So. Ich glaube, die können wir mal uns gleich gönnen. Die können wir uns gleich direkt gönnen. Das können wir uns gleich mal direkt gönnen. Die können wir uns direkt gleich gönnen. Zwei Titanerz haben wir schon mal. Was wir wegschmeißen können, ist das Insektennetz. Brauchen wir nicht. Und... ja, schauen wir uns später an. Wenn wir davon noch was brauchen oder wegschmeißen können. Okay, den hier haben wir fertig. Das heißt, jetzt auf zum nächsten. So, wir hauen uns aber schon mal den Magen voll. Und gehen hier mal weiter. Und in die Richtung. Komm, wir nehmen das Ding. Sind wir schneller unterwegs? Genau, und hier haben wir den nächsten. Da muss auch Titanerz sein. So, und Plastik auch sehr viel. So, was haben wir hier noch alles? Jetzt haben wir wieder insgesamt 7 Titanerz. Boah, wie geil. Und hier haben wir auch noch was vergessen. Vorne Plastik und hier noch eine Kiste. So, wie voll sind wir? Schon ordentlich voll. Müssen wir eigentlich mal kurz zwischenlagern. Ah, wo kommst du denn her? Weg von mir. Weg. Der auf einmal herkam. Autsch. Kam es da oben auch hängt die Titanerz? Weiß ich nicht mehr. So, der bleibt jetzt erstmal da hängen. Aber 7 Titanerz ist schon mal etwas. Schon mal ein bisschen was. Können wir schon mal wieder ein bisschen was mit anfangen. So, jetzt ist die Frage. Haben wir hier Titanerz auch gehabt? Marken haben wir hier. Okay, die Ausrüstung braucht man nicht mehr. Da liegt noch ein bisschen was. Hier haben wir noch eine Marke.
Ja, hier hatten wir aber noch ein bisschen was rumliegen gehabt. Ja. Was war das für ein Rezept? Elektrischer Schmelzer, den haben wir. Den Bauplan brauchen wir nicht noch einmal. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal durch die nächste Tür. Ah, hier, die Marke. So, wie sah es hier aus? Ob hier noch irgendwas rumlag? Materialien, das wäre jetzt super, wenn wir hier auch noch Titan haben. Ne, hier haben wir kein Titan. Aber hier haben wir was rumliegen. Metallpfeil, wow. Okay, von hier kommen wir nicht daran. Das heißt hier. Ah, hier haben wir das Lager. Ne, doch nicht. Aber Kupfer und Stein. Ja, Inventar ist wieder sehr voll. Da oben gab es, glaube ich, nichts, oder? Nee, hier lag nichts. Hier war, glaube ich, auch nichts. Obwohl sich hier jetzt wieder danach anhört, als wären hier die Rieseninsekten. Die Red-Kakerlaken. Hä? Ich wollte schon sagen, warum kam ich nicht hoch? Noch ein Metallpfeil. Noch mehr Metallerze und Steine. Ja, hier war sonst nichts außer die Marke. Hier gab es auch nichts. Ne? Und dann wären wir wieder hier. Okay, hier sind wir dann durch, in dem Bereich. So, dann waren wir jetzt in der Stadt, also im Dorf, Siedlung, wie auch immer, in den beiden Minen und dort Kraftwerk. Was gab es denn hier noch? Irgendwas gab es hier noch. Genau, das eine, wie hieß das, der Turm da noch? Jetzt steckt hier fest. Nein, 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 nein. Autsch. Jetzt hänge ich hier fest, komm. Schnell. Autsch. Boah, ist das Ding so scheiße zu fahren. Ja, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Wo war denn der eine. Wie ist das Ding nochmal? Auch dieses, diese Kuppel, womit man in die Sterne gucken konnte und so weiter. Hier, das Ding da. Das hat noch gefehlt. Da unten gab es ja nichts. Jetzt müssen wir hier unten rum. Die Viecher wieder. Weg. Da kommt schon der nächste.
Hör auf, an mir rumzuknabbern, ja? Nicht knabbern. Ja, okay, die Marke nehmen wir auch noch mit. So, dann wären wir jetzt oben. Genau, hier gab es auch noch ein bisschen was zu sammeln. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu voll, was das alles angeht. Haben wir noch eine Marke? Das würde dann aber heißen, wenn wir hier dann durch sind, dass wir dann auch sonst nichts mehr einsammeln können. Also dann gibt es hier auf der Insel nicht mehr. Ne, gibt es auch nichts mehr. Aber hier haben wir immer einen safen Spot für 7 Titan. Ja, 7 Titan. Das heißt dann auch, dass wir hier regelmäßig zurück können. Auch für Bärenfleisch. Aus dem Weg! Autsch! Weg! Alter, was ist mit dir? Ei. So, da hinten müsste eigentlich unser Cliff sein. Irgendwo. Ja. Nein, nein, nein. Ich dachte schon, ich fall damit ins Wasser. Ja, jetzt ist wirklich die Frage, wo haben wir geparkt? Hier können wir jetzt eh nicht mehr durchgucken. Nein. Ach, ich dachte schon. Da haben wir geklappt. So, den Erfolg hatten wir ja schon. Mit dem ins Wasser zu springen. War aber ganz schön weit geparkt. Aber ja, besser lieber da hinten, als dass wir dann hier gar nicht mehr rauskommen. Aber gut, dass wir den noch sehen konnten. Ja, wird noch ein bisschen lange dauern. Haben wir eine... Ne, ich dachte schon, da... Was ist denn... Was leuchtet denn da? Und was ist denn das, das Licht? Hi, Bruce. So, haben wir geschafft. So, hier haben wir ein bisschen was gesammelt. Nice. So, da können wir eben alles einlagern, was wir haben. Hiervon haben wir nichts tatsächlich. 23 haben wir immerhin. Jo. Haben wir ordentlich was gesammelt. Dann kann ich hier auch noch das und das rein. Hier können die Seile rein. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Da eine haben wir wieder ordentlich was.
Hier kann der Haken rein. Hier haben wir ein bisschen was. Also der kann auch hier rein. Achso, warte. Das kann hier rein. Das und das. Die brauchen wir ja nicht mehr. Die haben wir vergessen. Und wie sieht's mit hier hinten aus? Ja, die können wir hier reinpacken. Die auch. Können wir die Dinger eigentlich für das eine Teil da nutzen? Das zählt ja doch auch irgendwie als Rohkost, oder nicht? Ja, tatsächlich. Die können wir nutzen. So, nochmal neu sortiert. Wollte schon sagen, ne? Warum habe ich immer noch eine Mango in der Hand? Jau. Schnell, nein. Du bleibst bitte hier drinnen. Eier nehmen wir noch mit. Die Eier nehmen wir noch mit. Voll. Jetzt ganz schnell hier mal Wasser auffüllen. Bevor die da mir jetzt verhungern. Muss hier noch? Ja. Die haben mich hier fast alles weggefressen. Deswegen brauchen wir das ja unten. Also hier mit den Wassertanks. Aber wichtiger ist jetzt, dass wir eine neue Batterie bauen. So, wie sieht's hier aus? Die ist viel, viel wichtiger. Batterie müsste hier sein. Da? Es fehlt noch Sprott. So. Ein Lager. Der kann auch hier rein. Nein, hier. Das heißt, die können jetzt erstmal wohlgenährt hier klarkommen, überleben. So, was haben wir hier noch, was wir brauchen? Da hatten wir das. Ah, geil. Man hört schon, wie es da am Spritzen ist. Hört sich aber sehr, sehr komisch an. Hier ist alles voll, oder? Ja. Ja. Den Sprinkler brauchen wir. Hier brauchen wir auch zwei. So, dann kriegen die jetzt wenigstens einen zweiten. Der dann hier den Abschnitt sich drum kümmert. Benötigt Wasser. Der hat Wasser. Achso, hier. Benötigt Pflanzenwasser. Flasche voll Süßwasser platzieren. Das heißt, das Ding kümmert sich jetzt erstmal drum. Ah, wir haben hier noch Farbe. Okay. Habe ich jetzt total vergessen, dass wir hier noch Farbe hatten. Und wir müssen eigentlich hier schon wieder gehen von der Insel. Erstmal gucken wir nach dem Titan, wie weit das jetzt hier ist. Titan ist fertig. Nice.
Die Batterie ist bald leer. So. Dann können wir hier jetzt gleich gehen. Ordentlich umdrehen. So, ich hoffe, das klappt. Das müsste jetzt gehen. Dann hauen wir hier halt erstmal ab. So, jetzt brauchen wir noch Honig. Bienenglas, Honig. Da haben wir ein bisschen. Hier, wo war denn das hier? Dann macht er das hier jetzt voll. Genau, so. Was brauchten wir nochmal, um hier ein Honigglas herzustellen? Oder ein Bienenglas. Honig. Glas und Honigwabe. Okay. Honigwabe kriegen wir hier ohne Ende, mehr als genug. Hier ist soweit. Nice. Können wir jetzt mit den anderen Erzen hier auch anfangen. So, dann haben wir hier die Titanbaden. Was wollten wir jetzt nochmal draußen machen? Genau, Tank. Da haben wir jetzt auch erstmal genug Planken auf Tasche. Kunststoff haben wir nicht. Aber Seile haben wir wenigstens genug. Ja, Plastik haben wir nur 11. Ich glaube, Plastik wird uns noch richtig noch zum Verhängnis hier. Also, wir sind soweit raus. Das heißt, wir können den Motor abschalten. Und wieder langsam in die Strömung. Ganz langsam, ganz vorsichtig. So, das muss reichen. Das heißt, wir schwimmen dann an Temperance vorbei. Und den können wir dann hier rausnehmen und dafür da unten hier rein. Du bleibst bitte hier. Was ist Phil? Hast du Hunger? So ist besser. Die armen Tiere werden da einfach voll gespritzt, ey. Hört sich so falsch an, auf mehreren Ebenen. Achso, das Ding ist leer. Ja, super. Da haben wir die Ladestation. Und das Ding ist auch schon fast leer. Also, beziehungsweise schon... geht schon leer. Ja gut, dann können wir erstmal alles andere wieder einlagern. Machen wir so. Wir haben 8 Titanbarren insgesamt. Was können wir noch machen? Die brauchen... Da brauchen wir noch sehr, sehr viel für.
Und hier. Wir könnten auch die hier machen. War denn das? So. Kunststoff dafür wieder 20. Wir haben aber nur 11. So. Die können wieder hier rein. So und so. Wird das so gebraucht? Oder ist es egal, was man davon nimmt? Es ist jetzt nur Plastik, was wir brauchen. Es ist nur Plastik, das wir brauchen. Da schwimmen wir jetzt an die wieder dran vorbei. Nochmal unten sammeln. Wie viel haben wir von diesen komischen Getränken eingesammelt? Wir haben auch so viel Holz jetzt auf Tasche. Planken. Die können wir eigentlich auch alle verschrotten lassen hier. So, weg damit. Weg damit. Machen wir auch mal. Weg. Achso. Ist voll. Ja gut. Das Geräusch, ey. Noch eine Planke. Im Grunde, wir haben hier eigentlich alles fertig, nur die an gewissen Bauwerke und so weiter fehlen uns noch. Ah ja, und das da müssen wir noch färben. In schwarz-rot. Dann gönnen wir uns hier nochmal die Blumen. Ich glaube, mehr Blumen brauchen wir nicht. Wenn wir den Rest auch noch einlagern, davon. Hier waren ja die Samen. Machen wir nur 3 davon. Wo hatten wir die Farbe eingelagert? Hier. Dann packen wir das mal darunter. Gehen unten einmal in die Mühle. Werden das eigentlich im Grunde schon zu Ende. Also, und noch den Müll einsammeln. So, was hatten wir jetzt vor gehabt zu bauen? Den hier, genau. Da fehlt uns noch 5 Plastik. Bitte sag mir nicht, dass wir ihn festhängen. Gut. Machen wir nach unten. Noch Plastik, Leute. 5 Plastik, da haben wir eins. Dann sammeln wir das eben ein. Dann machen wir halt ein paar Minuten noch mal ein bisschen länger. Hauptsache, ich krieg noch Plastik. So, danke, Bruce. Und ja, es ist Kunststoff, ich nenne es trotzdem Plastik. So, wie viel haben wir? 2 noch. 2-mal noch Kunststoff. Ich habe da vorne gerade irgendwo noch Plastik. Da vorne. Einer noch. Und dann haben wir alle. Ja, Bruce.
Dann haben wir es. Wir haben es jetzt. Wir können das Ding bauen. Ja, wir haben das Ding. Das packen wir mal vielleicht hier. So. Der soll dann eben noch zu Ende machen. Das fülle ich da unten rein. Dann kann ich den Rest erstmal wieder einlagern. Beziehungsweise wir wollten dann als nächstes das machen. Da fehlen uns jetzt Titanbarren. Super. Wir brauchen wieder Titan. Nice. Ja, dann packe ich erstmal alles andere wieder hier rein. Hier gehört Plastik hin. Palmblätter. Hier haben wir immer noch voll. So. Und halt die Titanbarren. Ja, Eier. Und die zwei Eier müssen auch mal wieder eingelagert werden. Boah, das ist super. Das gießt hier alles. Ja, dann würde ich sagen, wir müssen da eben kurz nochmal gegenlenken. Sonst stoßen wir gleich da voll drauf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!